Ihr sucht vergebens nach neuen Ausflugszielen für euren Club oder als Freundesgruppe, dann seid ihr hier genau richtig. Denn heute verrate ich euch ein paar Geheimtipps für euren nächsten Ausflug. All diese Orte beinhalten eine Picknickstelle, Tische und Stühle oder einen Grillplatz. Also taucht mit mir ein in die vergessene Welt von Star Stable Online. Picknick überm Schmied. Auch wenn die Geräuschkulisse etwas lauter ist, ist dies ein toller Ort für Nächster Rider. Denn beim Aufgang zu Silverglade Village befindet sich ein kleiner, nicht ausgeschriebener Pfad, der zu einer kleinen Picknickstelle oberhalb vom Schmied führt. Dort oben findet ihr zwei Picknickstellen, die direkt nebeneinander liegen. Von dort aus könnt ihr das Geschehen rund um Moorland etwas begutachten. Eure Ruhe vor weiteren Spielern habt ihr, da dieser Ort meistens unbesucht bleibt. Picknick am Moorland Südstrand. Mit einem wunderschönen Blick über Fort Pinter seid ihr am Moorland Südstrand bedient. Direkt neben dem Anglershop findet ihr einen Grillplatz und zwei Picknickstellen, sowie Picknicktische rundherum. Für einen Sommerabend ist hier definitiv für jeden was dabei. Es ist perfekt für größere Clubs, da hier eine hohe Kapazität gesichert wird. Also schnappt euren Club und reitet am Strand vom Moorland entlang und genießt einen sommerlichen Abend am Strand mit direktem Blick auf die Stadt Fort Pinter. Picknick oberhalb vom Moorland. Mit einem Blick auf das Geschehen im Moorland sowie einem Blick auf das Reitlager und Fort Pinter kann euch definitiv die Picknickstellen in Nimmers Hochland bieten. Es ist eine ruhige Atmosphäre und hier kommen nur wenige Spieler vorbei. Dennoch solltet ihr Stoßzeiten, also mittags und nachmittags, vermeiden, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Finden tut ihr den Platz direkt neben der verlassenen Farm. Picknick am Landgut. Direkt an der Rennstrecke vom Landgut in Silverglade findet ihr ein paar Picknicktische. Ein wenig abgeschildert könnt ihr hier ruhige Abende in einer kleinen Runde genießen. Perfekt für kleinere Freundesgruppen. Café im Landguthaus. Direkt oben auf dem Landguthaus der Baroness befindet sich ein vergessenes Café. Geleitet wird dieses von Marleys Schwester Courtney. Von hier oben habt ihr einen tollen Blick rundherum und zudem eine angenehme Atmosphäre. Foyer an der Rennstrecke. Wenn ihr ein Club seid, könnte die Baroness Rennstrecke ein guter Platz für einen Tagesausflug sein. Im Foyer auf der Tribüne könnt ihr euch hinsetzen und etwas trinken und essen. Zudem könnt ihr hier einige Rennveranstaltungen planen und umsetzen. Rennen wie Galopprennen oder Trabrennen sind sicherlich eine gute Wahl und ein guter Unterhaltungspunkt für euren Club. Denn von hier habt ihr die komplette Rennstrecke überblickt. Picknick beim Wasserfall. Wenn ihr direkt an einen Wasserfall entspannen wollt, dann habe ich den perfekten Ort für euch. Denn direkt am kleineren Wasserfall mitten in Hollow Woods findet ihr eine bekannte Picknickstelle. Sie ist ideal für euch und eure Freunde zum Entspannen. Aber auch kleinere Clubs sind hier bedient. Euch erwartet hier eine wunderschöne Geräuschkulisse, wo momentan ab und zu ein paar Reiter mit Pferden vorbeidüsen. Picknick zwischen Ruhen. Wenige kennen diese geheimnisvolle Stelle am Wäldesee schon. Früher war dies eine bekanntere Stelle, als es heute vielleicht ist. Euch erwartet hier ein Picknick zwischen Bergen und drei Ruhensteinen. Dafür müsst ihr bei Frau Morse am Rennen vorbeigehen und dort einen ungezeichneten Pfad entlang gehen. Am Ende warten auf euch drei Ruhensteine im alten Design, ein Zaun, Tannen und eine Picknickstelle. Hier habt ihr eure Ruhe, denn diese Picknickstelle ist schon seit langem wenig besucht. Picknick direkt am See. Wenn ihr eine größere Gruppe seid, dann könnte dies für euch interessant sein, denn direkt mitten in Hollow Woods befinden sich zwei Picknickstellen, direkt am See. Ab und zu schauen hier auch ein paar Wildpferde vorbei. In einer idyllischen Umgebung könnt ihr hier einen Ausflug oder einen Tag ausklingen lassen. Picknick an der Fischerhütte. Wenn ihr begeisterte Anglerinnen seid oder einfach einen entspannten Abend am Fluss haben wollt, dann seid ihr an der Fischerhütte in Fear Grove unterhalb der Starshine Ranch genau richtig. Denn hier befindet sich ein noch aus alten Zeiten verbliebener Picknickplatz. Nachdem ihr hier am Strand entlang geritten seid, findet ihr auf einer kleinen erreichbaren Insel mit dem Pferd eine kleine Fischerhütte mit einem Picknickplatz. Von hier habt ihr einen fantastischen Blick in Richtung Meer und Südhof sowie den Fort Pinter Strand und das Ponyrennen. Grillplatz im Nebelfall.
Mitten im Nebelfallbezirk befindet sich ein Zelt mit Grillplatz. Von hier aus könnt ihr auf den großen See blicken. Ein kleiner Ausritt hierher ist es wert, denn auf dem Weg dorthin ist es besonders schön gestaltet. Zudem kommt ihr hier an alten Bekannten vorbei, die hier für eure Sicherheit sorgen. Grillen am Strand. Direkt unter der Sturmfahne findet ihr einen gemütlichen Grillspot. Der Weg dorthin ist eine kleine Hürde. Es ist aber wert, über die Baumstämme zu springen, denn von hier könnt ihr nicht nur den gemeinsamen Grillabend haben, sondern habt auch einen guten Ausblick auf Jallaheim und die Koppeinsel. Persönlich gehört dies zu meinen Lieblingsgrillspots, denn hier ist so gut wie nie was los und man kann alleine sein. Picknick am Krautaugebirge. Wenn ihr es eher bergiger haben wollt, dann könnt ihr oberhalb der Sturmform auch ein Picknick machen. Von hier habt ihr einen Ausblick zu Jallaheim und der Koppeinsel. Es ist leicht zu erreichen und nicht übersehbar. Wenn ihr gerne Eis essen geht, dann solltet ihr Leonardo am Governors Fall mal besuchen. Hier bekommt ihr nicht nur das beste Eis in Jorvik, sondern auch ein toll eingerichtetes Ambiente. Hier ist genug Platz für euren Club. Finden tut ihr Leonardo direkt an der Haltestelle von Governors Fall. Man kann ihn wirklich nicht übersehen. Café im Shopping Center. Auch wenn die Grafik nicht mehr einlädt und es hier nicht mehr viel gibt, ist das Café im Shopping Center ein wirklich schöner Ort. Da das Shopping Center nicht mehr so stark besucht ist, gibt es hier viel Freiraum und es ist immer ein Platz für euch frei. Also startet doch gerne dem Café im Shopping Center einen kleinen Besuch ab, wenn ihr schon in Jorvik seid. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euren Club oder eure Freundesgruppe finden. Schreibt doch gerne eure liebsten Ausflugsziele in Starstable in die Kommentare und gleich dazu, warum dies euer Lieblingsspot in Starstable Online ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne auch einen Daumen hoch da.